Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 vom Hof der Familie Chaos zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Und Gruppe Action. Ja, ich muss auch grubbern. Ich habe hier gerade den Helfer auf dem Feld. Das Große, das gehört jetzt uns. Der holt mir geschwind den Weizen vom Feld. Da haben wir übrigens auch nochmal einen ganzen Schwung Stroh. Und ich habe vom Modellieren hier einige Stellen. Da, ich weiß nicht, ich modelliere mit rund und eckige Stellen habe ich auf dem Feld. Whatever. Sehr logisch. Vom Ausgleichen hier, da, du gleichst immer mit Gras aus. Sprich, du hast ständig die Grasflächen, die aber unnütz sind. Die wachsen ja noch nicht mal. Ja, richtig, hier fehlt das ja. Den muss ich nochmal wegmachen, den Baum, der schwebt. Und hier muss ich drüber. Und dann hatte ich eben gedacht, dass wir die Flächen zusammenlegen. Okay. Oder wir machen hier eine Wiese hin. Weil okay. Das ist eigentlich nur so ein kleines Stück. Oder wir machen daraus ein Feld für Kartoffeln. Mm. Dass wir das nicht zusammenlegen, das hier machen wir ein Kartoffelfeld. Und ja. Du meinst Kartoffeln für die Schweine? Ja, ich bin nämlich, wo lagert man Kartoffeln? Ich weiß gar nicht, ob du das ins Farmsilo kippen kannst. Weil ich habe ja hier unterhalb von dem Schweinestall habe ich so eine Fläche, da könnte ich was hinstellen eventuell, dass ich da was für Kartoffeln, für die Schweine, so ein Lager hinstelle und hier das Feld mache. Naja, du könntest so einen Unterstand hinstellen, wie so eine Art Fahrsilo, also jetzt kein Fahrsilo genommen, sondern es gibt ja diese Schüttguthallen, sind ja in diesem einen Gebäudepack mit bei. Wenn du davon eine hinstellst, dann können wir da die Kartoffeln reinkippen. Eine Fahrgut, wo sind die unter Silos, oder? Die sind unter Silos, dürften diese Schüttguthallen normalerweise fallen, ja. Doppelfass. Die heißen auch Halle für Schüttgut. Wurzelfruchtlager, ist es nicht sowas? Das Wurzelfruchtlager ist explizit ein Lager für Kartoffeln und Zuckerrüben, ja. Das würde aber auch gehen. Mal schauen, wie groß das ist. Ja, ich habe nicht genug Geld. Futtermischsilo, Grassilase, Futtermischration, Stroh, schmeißt du rein und kriegst alles raus, schon passend. Nee, das ist einzig, das ist von der Modding-Welt. Steht der Modding-Welt oben links in dem Bild? Ja. Nee, das ist nur ein Lager dafür. Da kannst du diese Sachen lagern, aber der mischt es nicht für dich. Also so ein Wurzel, so ein mit Dings finde ich jetzt nicht. Vielleicht sind die auch unter Hallen. Das kann auch sein. Weißt du, das dieses Gebäudepack von der LS Mod Company, das hat diese Schüttguthallen drin. Ja, ich sehe schon. Kleine für 10. Ja, die würde da auch hinpassen. Das wäre halt sowas, was, das würde ja ausreichen. Wir wollen ja nicht jetzt Unmengen an Kartoffeln. Dass ich das da unten hinsetze. Und dann ein Kartoffel. Feld daraus macht, fände ich jetzt sinnvoll. Okay. Ja, da brauchst du ja nicht so viel. Nee, da brauchst du nicht viel. Und es ist eh so ein Mini-Feld. Genau. Weil sonst musst du so ums Eck rum und das kann man schon zusammenlegen, macht aber jetzt nicht unbedingt viel Sinn, glaube ich. Dann nutzt man das anders. Dann mache ich die Fläche unten voll ins Gras. Mhm. Ja, da kriegt er jetzt nicht. Nee. Und, Ha? Ja. Nee, schon gut. Das heißt, wie, du, wo machst du jetzt Gras? Ja, dann muss ich mal runterkommen, wenn ich es dir zeigen soll.
Also hier viereckig runter Feld, da muss ich hier eben mit Felderstellung drüber. Und hier hinten, da würde ich vollends Gras machen, also die Grasfläche, und hier dieses Lager hinstellen. Und dann können wir Okay. das Feld für Kartoffeln oder Rüben und so Zeug nehmen. Das Ja. ist gleich bei den Schweinen mit dem Lager, finde ich, macht vielleicht Sinn. Das macht Sinn, ja. Okay, klingt gut. Und ich kümmere mich derweil darum, dass wir erstmal den Rasenmäher ausschalten. Wieso läuft denn dein kleiner Traktor? Ich hatte, glaube ich, vorher irgendwas mit dem vor. Na, okay. Und dann habe ich, ja, ich habe den Pflug gesucht. Ich wollte mit dem den Pflug holen und habe aber gesehen dann, dass der am MB-Truck dranhängt. Und habe dann mich umentschieden, dass ich doch den MB-Truck nehme. Ich glaube, dass der Kleine den Flug ja auch gar nicht hätte ziehen können. Ja, ich glaube, ich habe es mal versucht und es hat nicht funktioniert. Ja, ich meine auch, da war irgendwas. War das nicht der, der beim Shop dann vorne hochstand? Ja. Wo hast du denn den anderen Deutz? Ist das jetzt ein Abfahrer bei dir? Ja, der steht oben. Okay. Der bringt den Weizen ans Silo. Also den mit dem Frontlader, der steht vorne. Ja, genau, den meine ich. So, jetzt sehen wir hier hinten der Gras aus und dann fahren wir nochmal Kalk drauf und dann haben wir das hier auch fertig. Dann haben wir wieder eine schöne, frische, neue Graswiese. Frisch gepflügt, frisch kultiviert, frisch angelegt. Reifen drehen gar nicht mit. Ich dachte, die Reifen bei der Saatmaschine drehen gerade gar nicht mit. Ich glaube, die Saatmaschine, die ich habe, ist der Schlepper ist zu hoch. Ein bisschen minimal. Die Reifen gar nicht ganz auf den Boden kommen. Okay. So. Bist du noch mal am Düngen nachher? Ich fahre noch Kalk, ja. Also den Mineraldünger an sich brauche ich nicht. Ich werde hier nachher noch Kalk drauf streuen. Und dann müsste das eigentlich, müsste dann die Wiese hier fertig sein. Na, ich glaube, die brauchen nur noch. Ja, die brauchen nur noch Kalk. Wieso? Ja, weil sonst hätte es gleich hier unten weitermachen können bei dem Feld. Oh, ich habe noch Mineraldünger erst noch drin, ja. Ich müsste jetzt umswitchen auf Kalk, also sprich Mineraldünger raus, Kalk rein. Also ich könnte Nö, erstmal bei dir vorbeikommen. kannst hier einmal drüber gehen. Dann mache ich eben die Aussaat hier fertig und dann komme ich über Mineraldünger vorbei. Außer dauert hier noch einen kleinen Moment. So. Habe jetzt gerade mal mit der Aussaat die erste Runde. Tja, lass ich den mal rennen mit dem Helfer, weil ich muss, glaube ich, mal gucken. Ich glaube, der Drescher, der steht gleich wieder. Okay, aber noch kam. Also hast du oben eine Anzeige gesehen, dass der Korntank fast voll ist? Nee, aber ich gehe trotzdem mal gucken. Okay. Ja, ich drehe hier ganz gemütlich meine Runden auf dem Feld, wo ich ja schon gepflügt habe. Mensch, macht der das akkurat? Wieso? Heieiei, das sieht gar nicht aus wie bei uns. Nette?
Das ist echt so kerzengerade Bahnen gezogen. Das kriegen wir auch hin. Ja, siehst du, 80%. Als hätte ich es gebrochen. Aber die geraden Bahnen kriegen wir doch auch hin. Na, so akkurat nicht. Bei mir liegt lauter Stroh im Gas. Okay. Ich schmeiß das Röhrle aus. Ich bin da. Ach, das ist okay. Der freut sich. Hoffentlich bin ich bald fertig mit der Aussaat. Warum macht's keinen Spaß? Nein, es ist so ins im Kreis fahren. Aber Actionreiches haben wir auch gerade nicht. Ja. Du hast da die ganze Action. Ja, ich habe echt genug zu tun hier. Aber das ist auch schön, wenn du mehr Felder hast. Dann kannst du auch mal einen Helfer drauf, musst abfahren, machst ein anderes Feld nebenher. Ja, das stimmt. Sag mal, du merkst schon, dass dein Drescher rückwärts rollt, oder? Du Hannes. Die rollen nicht rückwärts. Der, jetzt hat das gemerkt. So, ich komme mit 85% voll. Also, es gibt einiges. Das ist schon der zweite Hänger hier. Ja, Weizen ist gut. Weizen gibt immer gut Ertrag, aber dafür halt auch am wenigsten Kohle. Von der Ernte her. So. Wir haben jetzt auch schon die zweite Bahn hinter mir, die zweite Runde. Okay. Das Feld wird einfach nicht kleiner. Ich sehe dich. Hallo. Da muss meinen nehmen, da bin ich schneller. Nö, es geht um die Saatmaschine, nicht um die Geschwindigkeit. Wir haben halt nur eine 3 Meter Saatmaschine. Ja, aber wenn du da mit 40 km/h übers Feld gehst, bist du auch schneller fertig. Du meinst den John Deere, den kleinen? Hm? Der fährt aber nicht mit der Saatmaschine 40, weil die Saatmaschine ihm sagt, du darfst nur 15 fahren. So? Ja, das gibt ja immer das Anbaugerät vor. Das heißt, bei dem Rasenmäher ist es, oder bei dem John Deere ist es so, dass das Mähwerk sagt, hey, du kannst auch mit 22 km/h dreschen oder mähen. Ja gut, gemäht hat er wirklich mit 41 oder so. Ja, das liegt aber daran, weil das Mähwerk das vorgibt. Stelle ich mir mal wieder hier hin. So. Ich mag den Hof. Der Hof. Was ich mal ein bisschen suchen müsste, wäre ein bisschen Deko. Ja, da bist du, glaube ich, nicht fündig. Ich glaube, da gibt es nicht so viel. Meinst du nicht, ich krieg so viele Gigabyte zusammen wie in Sims? Oder in Space. Oder bei City Skyline. Ui, aber den Buckel habe ich jetzt hier ganz gut hingekriegt. Bis auf den Baum, der schwebt. Den muss ich nur wegmachen. Wo willst denn du hin? Sag mal, bist du doof? Was? Wer? Hallo, lässt du das? Pfui! Okay. Was auch immer du jetzt gerade hast, okay? Der wollte den Berg hoch in meinen Schweinestall reinfahren. Was? Ja, warum kein das? Scheiß. Ja, weißt du ihn nicht? Was den juckt. Was hast du dem zu trinken gegeben? So, pass auf, jetzt muss ich die Felderstellung anmachen. Set war das, genau. Ach so, die hintere Ecke ist fertig. Ich habe schon die Vögel auf dem Feld sitzen. Die picken schon wieder ein Saatgut auf. Ja. Oh, die Schreckschuss. Verjagen wir sie. Oder wir nehmen die kleine Katze, die wir heute gesehen haben. Mensch, das ist so ein guter Jäger. Das ist ein schmusiger Jäger. Ja. Mit einem Bärtchen. Wir hätten sie fotografieren sollen. Mhm. Ja, das darfst du ja nicht. Warum nicht? Das ist ja schon klein, das schlimm. Wenn du die Katze fotografierst. Ja, du weißt, was ich meine. Ah jo. Aber da kann ja die Katze nichts für. Die schätze sich ja. Wobei der Heilspieler, wir haben sie angemalt, ne? Werden wir noch verknackt. Echt, wir haben mir einen Punkt unter die Nase gemalt. Und nicht, dass es so natürlich her so ist.
Ey, geht weg, hört auf, das ist mein Saatgut. Ja, genau, schön Abstand von meinen Furchen. So. Oh, das Ende des Feldes ist in Sicht. Ich dauere nicht mehr lang. Ja, ich bin hier gerade auch am Puzzeln. Am Puzzeln? Ja, ja, ich muss ja hier das Feld ordentlich hinkriegen. Ach stimmt, mit der Felderstellung bist du am Puzzeln. Ja. Ah, okay. Mir gerade gedacht, wieso Puzzle haben wir noch gar nicht? Haben wir da noch zwei, vielleicht sogar zweieinhalb Bahnen und hier diesen kleinen Ausläufer noch und dann habe ich das hier auch durch. Ziehe ich das hier noch gerade? Ui, dein Helfer hat ja bald das Ende vom Feld erreicht. Ja, der Drescher meinst du? Ja. Der ist nicht mehr weit entfernt. Fliegt er nicht. Ein paar Bahnen noch. Gut, jetzt machen wir hier noch Felderstellung an. Ja, du Vogel, hier auf dem Grubberten wirst du aber kein Futter kriegen. Da kriegst du keine Körner. Nein, weg, weg! Da lässt du den Verweindruck. Kusch! Bin ich extra ausgestiegen, um die Vogel zu verjagen. Die sollen die unser Sack wegkicken, das brauchen wir noch. So, also unsere Wiese ist gleich 100% bearbeitet. Bedeutet, sie kann wieder schön nachwachsen. Also beim nächsten Mal dürften wir eigentlich dann mehr Gras rauskriegen, du. Eigentlich ja, theoretisch schon, klar. Die ist dann 100% gedüngt und gepflügt und gekalbt. Also eigentlich hat die alles, was man machen kann, gemacht. Außer Unkraut jeden, aber wir haben auch kein Unkraut an. Kannst du den mit X nicht einklappen? Wen? Den Flug? Du musst den drehen erst, wenn die andere Richtung. Ja, der muss jetzt gedreht sein. Oh, da ist noch ein kleines Frickelchen, damit ich fertig. Das kann ich eigentlich gleich rüberstellen, den brauchen wir nachher drüben. Genau, stell ihn ruhig schon mal her. Hoppala, ein kleines Stückchen noch. Aber, Friedi. Keine Zeit. Wir sind am Ende. Ich weiß. Liebe Lüt, das soll es mit der heutigen Folge schon wieder gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünschen wir beide euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.